Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Das Messer-Update Nummer 2, das steht in den Startlöchern. Genau. Und wann gibt es das? Nach dem Intro. Messe-Update, die wichtigsten Informationen bekommst du jetzt hier in diesem Video. Als erstes, was erwartet dich eigentlich in diesem Jahr auf der Messe? 7 Messehallen, volle Informationen rund um Wohnwagen und Wohnmobil natürlich. Circa 1200 Reisemobile, Kastenwagen und andere Freizeitfahrzeuge. Bis zu 120 Neuheiten inklusive einiger Weltpremieren, haben wir ja im letzten Video euch präsentiert. Dann eine Messehalle voller Campingzubehör, also genau das Richtige für das Campingjahr 2023. Dann eine Halle nur für Kastenwagen und Campervans mit über 70.000 Quadratmetern. Und natürlich gibt es spannende Präsentationen sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Was ist neu auf der CMT 2023 in Stuttgart? Als erstes, Karten gibt es nur im Vorverkauf, also nicht vor Ort. Da werdet ihr nichts möglich haben. Ihr müsst online die Karten bestellen. Es wird aber in diesem Jahr ein zusätzlich ermäßigtes Nachmittagsticket geben, also ab 14 Uhr. Schon mal super für die, die nur nachmittags könnten, bezahlen nicht den vollen Preis. Und die Spezialmesse Fahrrad- und Wanderreise wurde nun von 2 auf 3 Tage erweitert. Das heißt, wenn ihr am ersten Wochenende kommt, habt ihr ein bisschen mehr Zeit, müsst nicht nur direkt am Samstag und Sonntag dabei sein. Ja, und jetzt schauen wir uns gleich mal die Tickets und Öffnungszeiten an. Wie gesagt, da hat sich ja was geändert mit den ganzen zusätzlichen Preisen. Und da schauen wir jetzt einfach mal auf die Tafel. Was sagt denn die Presse? Die Messe zu den Preisen. Wie eben schon gesagt, 2023 gibt es keine Kassen mehr vor Ort, um sich ein Ticket zu kaufen. Ihr müsst es online machen, aber dafür gibt es halt wirklich eine super Sache, dass es ermäßigte Tickets gibt. Also die Preise sind gestaffelt. Und wie gesagt, nur im Vorfeld online möglich. Ganz wichtig. Wir schauen uns jetzt mal einfach auf die Seite von CMT Stuttgart an. Ne? Wie gesagt, Preise sind gestaffelt. Ein Tagesticket für den Wochentag kostet 14 Euro und am Wochenende 17 Euro. Die Zweitageskarte bekommst du für 22 Euro. Ab 14 Uhr kannst du dann das sogenannte reduzierte Mittagsticket nutzen. Unter 15 Jahren kann man in Kombination mit einem Erwachsenen ein kostenfreies Kinderticket buchen. Die Öffnungszeiten, ne, vom 14.01. bis zum 22.01. Ich mache die schon wieder viel länger, weil die war schon ewig nicht mehr. Also vom 14.01. bis zum 22.01. von 10 bis 18 Uhr. Einlass ist eine Stunde früher, aber den Zugang zu den Hallen, den gibt es erst ab 10 Uhr. Jetzt gibt es tausende von Wege, denn ihr wisst ja, tausend Wege führen nach Rom, auch zur Messe nachts Stuttgart zur CMT, also die Anreise. Was müsst ihr da beachten? Klar, die mit PKW oder Wohnmobil ist die CMT über die A8 oder die B27 zu erreichen, ist ja direkt an der A8. Die S-Bahn-Linien S2 und S3 führen zur Messe Stuttgart. Die Messehaltestelle liegt so ca. 200 Meter vom Eingang der CMT entfernt. Das sollte machbar sein. Die Stadtbahn U6, die fährt bis zur Endhaltestelle Flughafenmesse, also in der Nähe der Messepiazza. Also, oder ihr könnt auch zur Haltestelle Messe West, da könnt ihr auch hin. Also alles über die U6. Oder natürlich vom Stuttgart Airport Bus Terminal. Da ist der Messeeingang ebenfalls nicht so weit entfernt. Wenn ihr nicht mit der Bahn anreist, sondern mit dem PKW, keine Panik, Parkplätze gibt es en masse. Circa 6700 Parkplätze für PKWs gibt es direkt neben der Messe. Wir blenden euch da auch gerade das Bild ein, nochmal von der Anfahrt. Zusätzlich können bei Bedarf die angrenzenden Flughafenplätze auch genutzt werden. Für Wohnmobile, die können definitiv in der Nähe der Messe parken, also alles
kein Problem. Wohnmobilisten sind nicht nur Familienmenschen, sondern sie sind meistens auch tierliebe Menschen und haben was dabei? Klar, einen kleinen Wuffi, einen Hund, so auch nebenan gerade angekommen. Sehe ich gerade, da ist eine Frau mit einer Leine, deshalb hoffe ich, dass ein Hund dran ist und kein Mensch. Aber ich kann es jetzt nicht gerade nachkonzilieren, denn ich gucke bei euch in die Kamera sogar zwei Hunde, höre ich gerade. Oder zwei Menschen? Zwei Hunde, gut. Nochmal geklärt haben. Auf jeden Fall, das Mitbringen von Hunden ist natürlich auch auf der CMT grundsätzlich erlaubt. Jetzt meine persönliche Meinung, und ich weiß, dass ich Stefans Meinung damit auch teile, aufgrund der Lautstärke, aufgrund der Enge und dass es wirklich kaum Rückzugsmöglichkeiten für Hunde gibt, sollte man gegebenenfalls auf eine Mitnahme von Hunden auf dieser Messe verzichten. Wir wissen, ihr wollt das immer kontrollieren, aber es ist sehr laut. Wir haben es auf dem Caravan-Salon gesehen. Lasst die Hunde besser zu Hause und so ist es für euch ein Genuss. Und für den Hund, wenn ihr wiederkommt, weil ihr ein strahlendes Lächeln habt, ist es ein viel größer Genuss, als durch diese Enge und Laute durchzulaufen zu müssen. Zum Schluss von diesem Messe-Update natürlich noch ein kleiner Messe-Überblick. Wir sind natürlich noch nicht da, das heißt, wir können euch keine Live-Bilder zeigen, aber wir haben ein paar Informationen und da sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an Aki von Fanban. Der hat mir noch einen Tipp gegeben. Ich habe es auf seiner Instagram-Story gesehen, habe die Daten nicht gefunden und er hat gesagt, na, auf der Facebook-Seite, die auch eingeblendet ist, da findet ihr ebenfalls diese Informationen. Also nochmal danke, Aki, dass du mir die Informationen oder uns die Informationen geschenkt, nicht geschenkt, sondern mitgeteilt hast. So können wir auf jeden Fall euch gleich einzelne Bilder einblenden, wo ihr was genau findet, also welche Marken verbirgen sich hinter gewissen Hallen. Die Messenhallen, die stehen ja in einem weiten U und sie sind durch großen überdachten Haupteingang zugänglich. Der Innenbereich, das heißt, das solltet ihr wissen, falls es regnet, der ist nicht überdacht und dient ebenfalls als Ausstellungsfläche. Das heißt, ihr werdet da immer was finden. Und mehrere Imbissangebote gibt es natürlich auch, denn wir wissen, bei so viel Rumgelaufe, da kommt der Hunger und Durst ganz von alleine. Schauen wir mal einen Blick jetzt auf Halle 1, 3, 5 und 7. Da bekommt ihr Wohnmobile, Kastenwagen, Wohnwagen, Kleinwohnwagen, Minicamper, Falt. Anhänger. Ihr seht da schon ein paar Marken. Natürlich ist Malibu mit dabei. Auch wenn wir jetzt kein Malibu fahren, wissen wir, dass sie da sind und sie werden euch da Sachen bestimmt präsentieren können. Halle 2, das ist jetzt nichts für uns, aber vielleicht für euch. Premium-Fahrzeuge und Luxusliner gibt es dort. In Halle 8, da gibt es das Campingland, Vanlife Wohnzimmer, da gibt es ein schönes Bühnenprogramm, Campingzubehör, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze. Das ist etwas, was uns wahrscheinlich interessieren wird, weil Stellplätze schauen wir uns gern an. Dann haben wir in Halle 10, das ist das große Knaus-Weinsberg-Tappert-Halle. Ne? Also wenn wir schon im Weinsberg sitzen, dann können wir auch mal die Halle erwähnen. Und im Messeeingang Ost, da gibt es Vermietungsangebote, Wohnmobil, Kastenwagen, Wohnwagen, Dachzelte und so weiter und so fort. Wenn ihr euch wundert, warum ich ein bisschen näher rankomme, ich muss ab und zu mal das Tablet hochscrollen, denn da sind so viele Informationen drauf, die wir euch natürlich alles geben wollen. Genau, so. Wenn ihr noch weitere hilfreiche Tipps benötigt, dann empfehlen wir von ganzem Herzen euch den Blog von Katja von hinfahren.de. Dort bekommt ihr alles auf einen Blick und viele Tipps zur CMT 2023. Dazu auch der Link in der Videobeschreibung. Also geht auf die Seite drauf, da werden viele Fragen von Katja beantwortet. Richtig toller Blog und ich denke mal, da bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht für einen super tollen CMT-Besuch. Das alles sind, glaube ich, jetzt die wichtigsten Infos, die wir euch eine Woche vor Messebeginn geben können. Ich denke mal, jetzt liegt es an euch, Ticket zu buchen und dann einfach vorbeizukommen. Es sind viele dabei. Katja von hinfahren.de wird mit dabei sein. Aki wird definitiv auch dabei sein. Es wird Camper Tobi dabei sein. Ich gehe davon aus, dass auch Markus von Fan for Van dabei sein wird. Genau wäre es jetzt nicht, weil er irgendwie jetzt gerade in Amerika umherschwirrt, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit. Also, es sind alle da und sie freuen sich, euch auch dort zu sehen. Und wie gesagt, Camping-Zubehör ist bestimmt sehr interessant, weil ihr dort schon für den Urlaub 2023 das ein oder andere kaufen könnt. Es ist momentan so sommerlich draußen, also auch wenn wir jetzt heute mal Schnee gesehen haben, das ist so minimal, es ist schon fast Frühling wieder. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt uns
treu und gesund vor allem. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall entweder auf der Messe oder schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.